Hallo, Halli, hallo, Hallöle aus der Versenkung. Okay, Spaß beiseite. Ich bin DonF204 und ich hatte mir ja ein bisschen den Arm verletzt und deswegen dann keine Tutorials mehr gemacht und später dann irgendwie, weil mich Vampire's Dawn dann auch so gefrustet hatte und ich das irgendwie gar nicht gebrauchen konnte, mein Arm und dann noch gleichzeitig der Frust, ständig in Vampire's Dawn irgendwie zu sterben an jeder Ecke. Habe ich irgendwie alles nicht gebraucht, habe ich dann auch nicht mehr gestreamt. Ich wollte ja eigentlich noch Vampire's Dawn spielen, aber ich habe mich dann irgendwie nie aufraffen können dazu. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Glaubt mir, das ist auch alles nicht in meinem Interesse. Ich wünschte, das mit meinem Arm wäre nicht passiert. Glaubt mir, erstens, weil es weh tut, ein bisschen. Und zweitens, weil ich natürlich auch mega hinterherhinke mit den Videos. Also die JavaScript-Tutorials wären wahrscheinlich jetzt schon durch, die Anfänger-Tutorials. Wenn das nicht passiert wäre. Ja, sollte wohl nicht sein. Das ist halt echt ärgerlich. Ärgert mich selber extrem. Unter anderem halt, weil ich hinterherhinke massiv. Und auch zweitens, weil natürlich dann auch immer Zuschauer verloren gehen. Jedes Mal, wenn ich länger keine Videos hochlade. Aber manchmal geht's halt nicht anders. Ärgerlich. Kann man nichts machen. Ich hoffe, es sind noch ein paar Zuschauer da. Sind auf jeden Fall neue Abonnenten dazugekommen. Vielleicht haben die Interesse. So, sorry, auf jeden Fall, das wollte ich nochmal kurz gesagt haben. Nur, dass das etwas verständlich ist, dass ich wegen meinem Arm jetzt keine Videos aufgenommen habe. Und das Video hier nehme ich nur auf, weil ich das geplant hatte und das schon vor längerer Zeit und auch nie abgesagt hatte. Das hätte ich vielleicht tun sollen, keine Ahnung. Wäre vielleicht besser, ich weiß es nicht. Ich habe da länger drüber nachgedacht, ob ich es absage oder nicht. Egal. Sei es drum, wir machen das Video, wir können später noch reden am Ende. Ich will euch nicht auf die Folter spannen. Okay, ich und Speedy haben wieder ein kleines Projekt vorbereitet. Ich hoffe, das Sound und alles funktioniert, sonst haben wir ein kleines Problem. Ich hoffe, die Aufnahme funktioniert, sonst haben wir ein kleines Problem, sonst muss ich es mehrmals aufnehmen. Egal. Ich nehme es komplett uncut auf, one cut, alles ungeschnitten, was ihr jetzt erlebt. Das Projekt selber hier habe ich nicht gesehen, ist für mich auch komplett blind. Speedy hatte mit mir zusammen ein kleines Event vorbereitet, aber diesmal hat Speedy sogar noch mehr gemacht als ich. Also quasi noch viel mehr als sonst immer, hat noch viele Sachen dann allein entschieden, weil ich auch länger nicht online war, in Discord oder so. Danke dafür auf jeden Fall nochmal an Speedy und ihr könnt auch nochmal Danke in die Kommentare schreiben, weil ohne Speedy wird das Video hier definitiv so nicht möglich. Danke dafür. Natürlich habe ich trotzdem noch Entscheidungen getroffen. So ist es nicht, aber halt weniger als üblich. Gut, egal. Danke Speedy, neues Spiel und let's go. Von Speedy Underwood. Es ist nun eine Weile her, seit das zweite Community-Event stattgefunden hat. Ja, true. Aber es geht. Wenn ich an meine Arme denke, es hätte ruhig noch ein bisschen länger sein können. Aber wie gesagt, hätte ich mich bei dir melden sollen. Egal. Ich habe, wie gesagt, lange drüber nachgedacht, ob ich es nun mache oder nicht. Und ja, dann stand es irgendwann vor der Tür und da wollte ich auch nicht mehr absagen. Das dritte Community-Event steht in den Startlöchern und bald gibt es wieder keine Freizeit mehr für mich. Oh, das ist schlecht. Das tut mir leid, Speedy. Okay, Spaß beiseite. Ich bin DonF204. Nein, Spaß. Okay, let's go. Wir haben wieder das coole kaputte Haus und das coole Lachen. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, was hier in dem Projekt passiert, in dem Spiel. Kennst du mich noch? kennst du mich noch? Ja, tatsächlich. Erstaunlicherweise, dich kenne ich noch. Du bist der Tod von Mr. Drachenteufel. Habe ich recht? Ich dachte, ich hätte dich gelöscht. Gelöscht? Moment mal. Wie lächerlich. Wie du wissen solltest, bin ich unbesiegbar. Altarwächter, der unbesiegbare Boss, ist nicht wegzudenken. Ach ja, und an alle, die noch dran sind, bleibt bitte auch bis zum Schluss dran. Es könnte cool werden. Für euch und für mich. Okay, hatten wir das alles nicht schon einmal, sorry. Versuche nicht,
abzulenken, du Wurm! Wer mich durch Cheaten besiegt, der stärkt dadurch nur meine Macht. Cheaten, das war kein Cheaten. Das war ein offizieller Eingriff, der durch den Ersteller des Spiels autorisiert war. Das nennt man dann nicht mehr Cheaten, okay? Hallo? Mich kannst du nur ehrlich und fair besiegen. Das war ehrlich und vor allem fair. Du bist doch selbst unfair und verbuggt. Moment! Das mag sein. Aber welcher Boss kämpft schon immer fair? Meine Bosse. Meine kämpfen immer fair. Ich mach keine Bosse. Ich habe lange kein Spiel mehr gemacht. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Es ist also Zeit für eine Revanche. Okay, let's go. Aber was rede ich da? Welcher Boss kämpft schon immer fair? Das wollte ich gerade. Stimmt, genau! Chaos macht Spaß! Kommt dir das alles nicht irgendwie bekannt vor? Ja, also mir kommt das tatsächlich. Ich wollte nichts sagen, Speedy. Okay, ich wollte an der Stelle nicht. Aber es kam mir extrem bekannt vor, alles. Ich wollte nichts sagen. Was? Na, das alles hier. Wir schließen uns zusammen, bauen eine Jury auf. Ja, das ist nochmal das Gleiche. Merkst du das? Bilden die DSCS-Gruppe. Whatever. Nein, ich weiß noch, was das heißt. Keine Angst. Also. Krechts. Was auch immer, Bro. Warum ist der Menübutton da? Komisch. Egal. Was genau machen wir gerade hier? Wir feiern natürlich. Wir feiern? Was denn bitte? Na, unser Jubiläum! Was für ein Jubiläum? Wiederholst du gerne, was ich sage? Nein, aber manchmal hilft das mit dem Fragezeichen hinten dran, um Antworten zu kriegen. Du scheinst Wiederholungen ja genauso gern zu haben wie ich. Ja, Wiederholungen sind Ehre. Was? Ja, Ehre. Ja, chill mal, Bro. Was? Du klaust mir meine Sprüche. Chill mal, Bro. Nein, das habe ich aber so nicht gesagt, aber... Ey, das sage ich oft. Oder... ab und zu mal. Wovon redest du da? Rechts. Also zumindest auf YouTube sage ich das oft. Im Real Life nicht so oft. Weibliche Stimme. Okay, Speedy imitieren. Wie spricht Speedy? Haha! Hab dich gleich! Das ist ganz schlecht und bestimmt nicht Speedy! Ich sterbe! Meine Stimme. Egal. Ist doch ganz einfach, Dummkopf. Alle guten Dinge sind drei, oder? Naja. Ja, aber von mir aus könnte es auch ein paar Mal öfter sein. Und, was soll das hier? Hat der ach so große Don F204 es endlich geschnallt. Wir machen ein drittes Community-Event? Ganz genau! Und zum großen dritten Jubiläum steht alles im Zeichen der Wiederholung. Wiederholung ist Ehre! Okay. Was hast du nun schon wieder ausgeheckt? Krechts. Uff, hab ich dich endlich. Okay. Nicht, dass ihr noch denkt, ich bin hier Porno-Hentai-Synchronsprecher, wenn ich hier so rumstöhne. So, jetzt habe ich es rausgebracht. Darf man das auf YouTube sagen? Ach, ich denke schon. Nicht, dass ich meinen Partnertitel verliere. Upsi. Egal. Nein, Quatsch, so schnell geht das nicht. Wenn, dann kriege ich maximal einen Strike. Ein Community Strike oder so. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Egal, hatte ich noch nie. Doch, ganz am Anfang mal auf YouTube. Ah, egal, das ist 10 Jahre her. 11 Jahre. Okay. Was auch immer, Bro. Was meinst du damit? Nostalgie und Retro. Und Wiederholung.
Das heißt nun, was genau? Unser erstes Event war doch 20 Jahre Alex. Ja, und? Machen wir jetzt wieder 20 Jahre Alex? Oder machen wir jetzt was anderes? Und wir hatten mit nur 4 Wochen sehr wenig Zeit. Ja. True. Ja, da gebe ich dir recht. Tatsächlich, manche sind nicht ganz fertig geworden. Bleib doch mal still! Ich komm kaum hinterher. Ist doch ganz einfach, Dummkopf. Unser Jubiläumsthema ist Remake. Jeder sucht sich eines der ersten Community-Event-Spiele aus und macht innerhalb der nächsten 8 Wochen ein Remake davon. Oh, da muss ich die Links dazu in die Videobeschreibung packen. Also das mache ich. Okay, das wusste ich nicht mal. Tatsächlich. Hey, du weißt mehr als ich, Speedy. Nein, Quatsch. Scherz. Das wusste ich tatsächlich nicht. Aber egal. Ich packe die Links in die Videobeschreibung. Bitte was? Ja, so habe ich fast auch reagiert. Okay. Remakes der ersten Community-Event-Spiele. Cool. Packe ich auf jeden Fall einen Link in die Downloads. Könnt ihr runterladen. Und in der Videobeschreibung dann direkt. Könnt ihr euch eins aussuchen. Bro! Was ist das denn für ein Mist? Ein Remake von... Vom ersten Event beim dritten Event? Das gab es noch nie! Und das ist schon beschlossen! Beschlossen! Chaos macht Spaß! Und Wiederholungen sind Ehre! Wie kommst du auf Wiederholungen sind Ehre, Speedy? Was ist das für ein Spruch? Wieso Ehre? Aber... also... Krächz. Hey, hör auf damit! Könnt ihr verdammt nochmal damit aufhören? Bitte! So, also. Fertig mit dem Wutanfall? Ich habe gerade erst angefangen. Eigentlich wollte ich nur ordentlich die Fresse polieren, muss ich ehrlich sagen. Wegen so einer verdammt beschissenen Idee. Und ja, das darf ich sagen auf YouTube. Hoffe ich. Ich glaube, das F-Wort darf man nicht sagen. Aber es ist egal. Das spielt, glaube ich, nur eine Rolle, wenn man es hier monetarisieren will, das Video. Das will ich ja nicht. Wegen dem Thema. Ich kann dich immer noch auslöschen. Ich bin nämlich unbesiegbar. Lächerlich. Dann wäre das ja geklärt. Das nächste Community-Event Thema ist Remake! Jeder Teilnehmer kann jedes erste Projekt auswählen, das es gab. Also ihr könnt auch Projekte nehmen, wenn ihr mitgemacht habt, die nicht von euch sind. Das ist cool, oder? Ihr könnt zum Beispiel sagen, hey, das von Mina, das ist so cool. Ja, sorry Mina, ich nehme dich jetzt als Beispiel. Das kann ich jetzt remaken, obwohl ich nicht Mina bin. Vielleicht bin ich in Wirklichkeit Mr. Drachenteufel. Ja, das ist cool, oder? Damit habt ihr nicht gerechnet. Okay, Spaß. Sorry, Leute, ich bin manchmal ein bisschen verrückt. Ah, das war ich schon immer. Das wusstet ihr, bevor ihr auf Abo gedrückt habt. Das wusstet ihr davor, okay? Das wusstet ihr nicht erst jetzt. Ich bin unschuldig. Ihr seid selbst schuld. Ihr bekommt, was ihr abonniert. Alle weiteren Infos kommen wie gewohnt in den nächsten Community-Event-Videos. Also wartet auch vielleicht die nächsten Videos ab. Ist vielleicht cool. Aber überlegt schon mal, was ihr machen könntet. Krächz. Jubiläum! Okay, das war's schon. Tatsächlich, wie lange habe ich aufgenommen? 14 Minuten. Ja gut, die haben noch ein bisschen Einleitung gemacht. Wäre vielleicht trotzdem nur 10 Minuten gewesen. Ich habe ein bisschen sehr viel Einleitung über meinen Arm geredet und so. Ja, ist auf jeden Fall cool, das Community-Event. Ich hätte da noch auf jeden Fall eine Bitte an euch, dass mir einer vielleicht von euch hilft, weil ich habe irgendwie nie Lust, wirklich viel zu schreiben mit dem Arm über die Tastatur. Na gut, man könnte den Arm hier so auf die Stuhllehne legen und so. Es geht schon. Aber ich finde, es schreibt sich halt irgendwie nicht so schön. Vor allem nicht so viel. Also ich bräuchte jemanden, der vielleicht für mich schreibt und dieses Video hier bis zu Ende geguckt hat. Es wäre cool, wenn ihr im Forum
ein Thread dazu aufmacht, zu diesem Gewinnspiel, einer von euch, das reicht. Und am besten, ihr schreibt es auch in die Kommentare, wenn ihr das machen wollt. Und damit das nicht alle machen. Einer reicht. Einer reicht. Also schreibt, wenn ihr das jetzt hier jetzt hört, schreibt direkt in die Kommentare, dass ihr das machen wollt. Und an alle, die jetzt den gleichen Gedanken haben, drückt mal kurz F5, refresh das Video an der Stelle. Guckt in die Kommentare oder guckt später in die Kommentare nach 5 Minuten oder so, ob das schon mal jemand geschrieben hat. Dass er das ins Forum schreiben möchte. Dass es dieses Event geben wird. Schreibt, was ihr wollt. Ihr habt ja das Video hier zur Verfügung. Ihr habt ja alle Informationen, die ich auch habe. Links dazu sind in der Videobeschreibung, also zum Forum, zu den Spielen vom ersten Projekt, zu den Streams vom ersten Event. Also alles ist in der Beschreibung. Und wegen neuen Tutorials etc. Oh, ja, gebt mir noch ein paar Wochen, ich weiß es einfach nicht. Mein Arm, das ist halt irgendwie unangenehm. Ich weiß, ist doof. Finde ich selber halt auch, wie gesagt. Da geht mir auch viel verloren. Erstens Zeit. Eine Menge. Ich wollte noch viel machen. Eigentlich für meinen YouTube-Kanal. Wie gesagt, JavaScript-Tutorials werden jetzt wahrscheinlich schon durch. Die Anfänger-Tutorials zumindest. Dass ihr die Grundlagen von JavaScript beherrscht und wir direkt mit einem RPG-Maker durchstarten können. Erste Plugins schreiben können. Erste richtige. Ja, ist halt nicht. Anfänger-Tutorials für eine MZ wollte ich auch noch machen. Und noch ein paar andere MZ-Tutorials wollte ich machen. Fluchtseil zum Beispiel. Wie man aus Dungeons einfach so rauskommt. Per Item. Sich rausteleportieren können, wollte ich machen. Als Beispiel. Ach, so vieles. Echt scheiße. Na, egal. Ja, wie gesagt, ich warte noch ein paar Wochen. Vielleicht 2 Wochen. Vielleicht 3, vielleicht 4. Keine Ahnung. Dauert irgendwie länger als gedacht. Ich dachte, meinem Arm geht schneller wieder gut. Aber es fühlt sich einfach nur unangenehm an. Und da bin ich dann einfach stimmungstechnisch einfach, habe ich da einfach keine Lust drauf. Muss ich ehrlich sagen. Da entspanne ich mich lieber. Mach einfach was Entspannendes. Und das ist mir dann lieber. Also ich kann den Arm auf jeden Fall jetzt bewegen mittlerweile. Das konnte ich vor ein paar Wochen nicht. Also konnte ich schon, aber nur unter extremen Schmerzen. Jetzt kann ich den schon bewegen, aber es fühlt sich halt immer noch unangenehm an. Sagen wir es mal so, das Bewegen an sich. Und das ist nicht gut für mich und die Videos dann am Ende, weil da leidet dann auch die Videoqualität vielleicht drunter, wenn ich irgendwie... Wenn sich das einfach unangenehm anfühlt. Und wie gesagt, ich würde dann auch vielleicht nicht so viel schreiben wollen. Wenn ihr das aber jetzt, sagen wir mal, bis morgen Abend jetzt nicht ins Forum eingetragen habt, dann mache ich das. Dann ist das auch nicht schlimm, wenn sich keiner dazu bereit erklärt, das für mich zu übernehmen. Müsst ihr ja auch gar nicht. Ist ja auch völlig optional. Wie gesagt, geht euch ja gar nichts an vom Prinzip her. Wäre nur cool, wenn das einer macht. Also das ist einfach nur eine Bitte. Muss keiner machen. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, wenn ihr dann einen neuen Thread macht. Müsste dann natürlich jemand machen, also jetzt bitte zu Ende zu hören. Ich hoffe, dass die Person das noch zu Ende zugehört hat. Sollte natürlich jemand machen, den ich auch irgendwie dann erreichen kann. Vielleicht in Discord oder so, dass man vielleicht noch ein bisschen was editieren kann an dem Text. Also nicht, dass dann am Ende da ein Text steht, der vielleicht nochmal abgeändert werden muss. Okay, gut. Also wäre cool, wenn das, keine Ahnung, beispielhaft halt jemand macht, der auch in Discord ist. Ne? Das macht halt einfach für mich am meisten Sinn, den ich da vielleicht greifen kann. Und im schlimmsten Fall noch ein paar Änderungswünsche eintragen kann die nächsten Tage. Gut. Link auf jeden Fall zu allem möglichen wichtigen Zeug ist dann in der Videobeschreibung unten. Und ja, und wenn ihr es ins Forum eintragen wollt, schreibt einfach nicht zu viel. Schreibt einfach wirklich nur die groben Fakten, nur ganz grob und bindet einfach das Video hier ein und dann ist auch in Ordnung. Das ist wirklich ohne Mist. Reicht. Einfach nur grob hinschreiben. Wie gesagt, da kommen wir dann später vielleicht nochmal zu, das nochmal besser zu machen. Schreibt einfach wirklich nur grob die Fakten, die in dem Video zu hören waren, was Thema ist etc. pp. Dass man 8 Wochen Zeit hat und sowas und dann hat sich die Sache gut. Danke auf jeden Fall dafür. Wie gesagt, wenn sich keiner findet, ist auch nicht schlimm, dann mache ich das selber.
Ich habe nur gerade keine Lust, irgendwie Romane zu schreiben. Deswegen bin ich auch auf Discord nicht so aktiv gerade. Ja, zwischendurch war auch mein Telefon kaputt. Ist mir runtergefallen. Ich habe vorher noch ab und zu mal ein bisschen übers Telefon in Discord geschrieben. Ein bisschen viel manchmal. Aber das schreibt sich halt angenehmer als auf der Tastatur mit dem Arm. Vielleicht schreibe ich es auch ins Forum mit dem Smartphone. Keine Ahnung. Aber ja, ich habe ein neues. Stellt euch vor. Aber ja, habe ich auch ein paar Tage länger drüber nachgedacht. Reparieren lassen, neues kaufen. Ist dann auch ein Haufen Geld, was dahinter steckt. Egal, ich bin vom Pech verfolgt. Das ist nicht mein Jahr, glaubt mir. Das ist nicht mein Jahr. Das letzte Jahr war schon nicht mein Jahr, aber das hier, das ist noch schlimmer. Habe ich das Gefühl. Egal, ich will hier nicht sentimental werden. Ich sag ja, mein Arm, das ist nicht gut für mich. Das tut mir geistig nicht gut. Gut, Jessely, ich danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Und ich hoffe, ihr macht mit beim Event. 8 Wochen habt ihr Zeit. Dann ab heute oder ab morgen. Oder ab, ja, circa 8 Wochen, okay. Also nagelt mich jetzt nicht auf den Tag genau fest. Ich denke mal, dass wir das Ganze dann, denke ich mal, wieder an einem Freitag enden lassen. Also denke ich mal, werden wir ab morgen zählen. Ab dem 2. dann und dann ab 8 Wochen, denke ich mal. Also könnte ich mir vorstellen. Egal. Egal, also circa 8 Wochen. Also nagelt mich jetzt bitte nicht auf den Tag genau fest, okay. Gut. Tschüsseli! Danke fürs Zuschauen. Tut mir leid, dass ich noch ein bisschen andere Themen mit reingewürfelt habe. Mein Arm, etc. Tutorials. Kommt auf jeden Fall neue Tutorials, keine Angst. Ich weiß, es ist immer blöd, aber ich kann es einfach nicht ändern. Ich habe einfach momentan andere Sorgen. Nennen wir es so.